Jedes Jahr werden zwischen 15.000 und 18.000 neue Arten entdeckt. Also so viele, dass man gar nicht hinterherkommt. Wissenschaftler haben bis jetzt 2 Millionen Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroben identifiziert. Aber es gibt noch so viel mehr zu erkunden, wobei Insekten einen Großteil dieser Entdeckung ausmachen. Von Ameisen, die Kamikaze-Techniken verwenden, um die Kolonie zu schützen, bis hin zu einer Spinne, die sich selbst durch die Luft schleudert, um ihre Beute zu fangen. Schau dir diese 10 kürzlich entdeckten Insekten an. Madagaskars Pelikanspinne. Die Madagaskar-Pelikanspinne wurde bis zur Wiederentdeckung von 18 neuen Arten 2018 für ausgestorben gehalten. Dabei ist sie eine der bizarrsten Spinnen der Welt. Eigentlich ähnelt sie einer Spinne überhaupt nicht. Mit nur 5 mm Länge verhalten sich diese winzigen Spinnen genauso seltsam, wie sie aussehen. Denn das Interessanteste ist, dass sie nicht das tun, was andere Spinnen sonst so machen. Sie bauen keine Netze, graben keine Tunnel oder schaffen keine Stolperfallen, mit denen sie auf ahnungslose Insekten warten. Stattdessen folgen sie den schwachen Seidenspuren, die andere Spinnen hinterlassen. Sie verfolgen ihre Verwandten, bis sie die Chance haben zu springen. Ihre langen Reißzähne benutzen sie als giftige Spieße, um ihre Beute zu töten. Und als ob das nicht schon seltsam genug wäre, ihre röhrenförmigen Köpfe erwecken den Anschein, dass Kopf und Hals gar nicht zusammenhängen. Die Münder der Spinnen befinden sich jedoch unterhalb des Halses. Der glühbirnenähnliche Kopf ist mit zahllosen Muskeln bespickt, um die sehr manövrierfähigen Kiefer zu versorgen, mit denen sie ihre Beute aufspießen. Trampende Käfer. Man könnte denken, dass Ameisenreiten eine Transportmöglichkeit ist, die ausschließlich animierten Kinderfilmen und einem gewissen witzelnden Rächer vorbehalten ist. Doch augenscheinlich hat ein neu entdeckter Käfer in Costa Rica davon gehört, wie stark Ameisen sind und hat sich entschieden, sich mitnehmen zu lassen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern entdeckte diesen Schlingel erstmals 2017. Für die Biologen kaum sichtbar, klammerte sich der Käfer an den Bauch einer Soldatenameise. Er ist so gut getarnt, dass es mit dem bloßen Auge fast unmöglich ist, dieses Insekt zu erblicken. Die Forscher haben ihn nur bemerkt, weil es seltsame Unterschiede in der Reflexion der Bauchhöhle mancher Ameisen gab, die nachts gesammelt wurden. Eine genaue Inspektion der gefangenen Ameisen zeigte ihr wahres Gesicht, buchstäblich. Genauer gesagt, benutzten die Käfer ihre Kiefer, um sich an den Ameisen festzuklammern und zu beißen. Dadurch wurden fleißige Arbeiter zu einem schnellen Transportmittel von einer Seite des Waldes zur anderen. Durchsichtige Garnelen. Die durchsichtige Garnele sieht wie aus einem Horrorfilm aus. Aber eigentlich ist es gar keine Garnele. Aber es ist auch kein Außerirdischer. Diese auffallend beunruhigend aussehenden Krustentiere wurden von einem Team der Sevilla-Universität in Spanien entdeckt und gehören eigentlich zur Familie der Amphipoden. Sie leben im tiefen Dunkel mehrerer Höhlen vor der Küste von Catalina und scheinen zumindest einige Anpassungen mit Tiefseefischen gemein zu haben. Sie haben kleine Augen, völlig durchsichtige Körper und zeigen sexuelle Dimorphie. Das heißt, beide Geschlechter sind durch den bloßen Anblick leicht zu unterscheiden. Männchen sind viel größer und haben größere Krallen als Weibchen. Trotz ihres etwas beängstigenden Aussehens dienen die lichtdurchlässigen Körper dem sehr wichtigen Zweck, sich im Wasser zu tarnen. Dieser Trick ist so wirkungsvoll, dass wir dieses Exemplar erst 2013 entdeckt haben. Feenähnlicher Nachtfalter. Es kommt nicht oft vor, dass Motten rätselhaft sind, aber die passend benannte Rätselspinnerin ist praktisch ein Rubik's Cube-Puzzle. Dieses funkelnde Insekt, das als lebendes Fossil beschrieben wird, ist Teil einer alten Mottengruppierung mit Verbindungen bis hin zurück zu den Dinosauriern. Diese seltsamen kleinen Kreaturen sind mit ihren irredentistischen goldenen und violetten Schuppen und den gefiederten Flügeln so prähistorisch, dass ihre Entdeckung 2015 den Wissenschaftlern einen einzigartigen Einblick in die Evolution der Motten und möglicherweise der Insekten im Ganzen eröffnet hat.
Was das Überleben dieser Art so bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass ihr gesamtes Erwachsenenleben nur einen Tag andauert. Wenn es dir also nicht leicht fällt, innerhalb von 24 Stunden ein Date zu finden, denk an die Motten. Doch irgendwie hat dieser kleine, flauschige Käfer es geschafft, nicht nur zu überleben, sondern seit Jahrtausenden unbemerkt zu gedeihen. Der lebendige Zweig. Ein Stock, Schwert oder Pfosten. Sollte dieser lebende Zweig jemals eine Rolle bei einem Theaterstück spielen, würde er wahrscheinlich als eine dieser weniger würdigen Requisiten enden. Aber das ist okay, denn dieser Käfer will keine Aufmerksamkeit. Mit mehr als 30 cm Länge ist es das zweitgrößte Stockinsekt der Welt. Dieser Tarnspezialist fühlt sich im Dschungel Vietnams zu Hause. Er wurde erst 2014 entdeckt. Trotz seiner enormen Größe blieb er lange verborgen, denn seine stockartige Form passt so perfekt zu seiner Umgebung, dass es fast unmöglich ist, ihn wahrzunehmen, wenn man nur durch den Wald geht. Diese ungewöhnliche Anpassung hat es ihm und ähnlichen Insekten ermöglicht, relativ geschützt zu überleben. Jede Art ahmt eine ganz spezielle Baumart nach. Die furchtlose Ameise. Bekannt ist, dass viele Ameisen beinahe roboterhaft loyal zu ihren Heimatkolonien sind. Doch diese furchtlose Ameisenart, die bereits 2014 in Madagaskar entdeckt wurde, steigert das Niveau für die Hingabe für den Staat auf ganz neue Höhen. Wenn Arbeiter- und Soldatenameisen am Eingang des Nests die Anwesenheit eines Eindringlings bemerken, zeigen sie ein eher seltsames und extremes Insektenverhalten. Anstatt wie normale Ameisen auszuschwärmen und den Fremden zu vertreiben, greifen diese seltsamen Insekten mit ihren riesigen Kiefern nach dem Störenfried und stürzen sich von den hohen Felsvorsprüngen, die durch die Tunnel entstanden sind. Dieser freche Schachzug reicht oftmals völlig aus, um die potenzielle Bedrohung aus der Bahn zu werfen. Danach stehen die Ameisen einfach auf, marschieren den Hügel hinauf und kehren zur Arbeit zurück, als ob nichts passiert wäre. Das ist zwar schräg, aber eine effektive Strategie zur Verteidigung ihrer Kolonie und es hat ihnen viele tausend Jahre des Überlebens als Spezies eingebracht. Die bösartige Wespe. Die meisten Menschen mögen Bienen und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Sie sind flauschig, sie bestäuben unsere Nahrung und sie halten im Grunde genommen die Gesamtheit unserer Ökosysteme im Gleichgewicht. Ohne Bienen wären 30% der Pflanzenbestände und 90% der Wildpflanzen einfach nicht überlebensfähig. Wespen hingegen sind jedoch nicht so hilfreich. Manchmal sind sie geradezu beängstigend. Die passend dazu benannte Knochenhauswespe ist definitiv gruselig. Dieses tödliche Insekt, das 2014 erstmals von deutschen Forschern in China entdeckt wurde, hat nicht nur einen wiederverwendbaren Stachel, was schon allein für ihre Bösartigkeit spricht. Die Weibchen haben eine einzigartige, erschreckende Art und Weise, für ihren Nachwuchs zu sorgen. Wenn eine Knochenwespe bereit ist, Eier zu legen, baut sie ein Nest aus vielen festen Zellen. Für jede Zelle fängt und tötet sie eine Spinne, in die sie jeweils ein einzelnes Ei legt, egal welche Spinnenart es ist. Dann bedeckt und versiegelt sie jede einzelne Zelle mit den Körpern toter Ameisen, um den Geruch ihrer bald geborenen Nachkommen mit den Chemikalien der verrottenden Ameisenleichen zu verbergen. Dreiecksweberspinne. Diese interessante Spinne wurde kürzlich entdeckt und hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, die andere Spinnen nicht besitzen. Der Dreiecksweber Hyptiotes cavatus baut ein Netz auf, um seine Beute wie jede andere Spinne zu fangen. Wenn das Opfer jedoch im Netz landet, geschieht etwas, was fast jeder Logik entbehrt. Aus der hinterletzten Ecke heraus scheint die Spinne sich plötzlich zu teleportieren, immer näher an die Beute heran, Stück für Stück, bis das Netz schließlich nachgibt. Es mag vielleicht so aussehen, als ob diese Spinne sich teleportieren könnte, aber sie hat einen Trick in der Hinterhand, auf den man erstmal kommen muss. Mit den Vorderbeinen hält sie einen Faden, der am Netzinneren befestigt ist und baut Spannung auf, während sie sich gleichzeitig mit den Hinterbeinen mit einem weiteren Ankerfaden festhält. Das lässt viel Spielraum.
Der zusätzliche Faden befindet sich in der Nähe der Spinndrüse. Und wenn diese die gespannte Ankerleine freigibt, schießt die Spinne mit unglaublicher Geschwindigkeit vorwärts. Die Forscher maßen erstaunliche 773 Meter pro Sekunde. Das entspricht schwindelerregenden 79 G. Um dir mal klarzumachen, wie krass das ist, Kampfpiloten werden bei nur 9 G ohnmächtig. Der Käferhöhlenbewohner Xuedytes bellus. Mit einer Länge von weniger als 1,27 cm ist der kürzlich entdeckte Xuedytes bellus nicht gerade einschüchternd. Tatsächlich ist dieser Käfer aber so speziell, dass es scheint, als würde er dem gesunden Menschenverstand einen Streich spielen wollen. Doch er würde Platz 1 belegen, wenn es darum geht, der beste Höhlenbewohner zu sein. Als eine Gruppe von Wissenschaftlern in der Provinz Duan, Guangxi in China arbeitete, fiel zum ersten Mal Licht auf dieses seltsam aussehende kleine Insekt. Dabei stellten sie fest, dass es keine Augen, wenig Pigmentierung und einen extrem langen Kopf hatte. Eigentlich war es wie gestreckt, mit Beinen, die viel länger zu sein schienen als bei einer zuvor bekannten Art. Dieser superlängliche Körper, zusammen mit der natürlichen Kletterfähigkeit, die die meisten Käfer teilen, hat es diesem Höhlenbewohner ermöglicht, sich in Spalten zu quetschen, die für seine normal geformten Cousins unzugänglich bleiben. Und diese Kenntnisse über Höhlen haben es ihm ermöglicht, bis 2018 einer Entdeckung zu entgehen. Flachspinnen. Während es bei den anderen Insekten auf unserer Liste mehr um einzelne neu entdeckte Arten geht, führt eine Studie von 2018 bei den Flachspinnen gleich zur Entdeckung von drei neuen Arten dieser agilen Arachnidenfamilie. Ignoriere ihr gruseliges flaches Aussehen, denn das ist vielleicht das Coolste, was diese Spinnen zu bieten haben. Sie sind die schnellsten Wender der Welt. Mit Drehgeschwindigkeiten von bis zu 3000 Grad pro Sekunde stellen Flachspinnen selbst die erfahrensten olympischen Skater in den Schatten. Zeitlupen-Videobeweise von Flachspinnen, die Grillen schnappten, zeigten, dass die Spinnen das ihrer Beute am nächsten gelegene Bein benutzen, um sich zu verankern, während die gegenüberliegenden Beine die Spinne in die Kurve drückten. So brauchten sie nur eine Achtelsekunde, um sich abzuschießen. Dieser schnelle Spin ist eine evolutionäre Anpassung, die es den Flachspinnen ermöglicht hat, direkt neben den anderen, normalen Spinnenarten zu überleben. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Sag uns, welches Insekt du für das coolste hältst. Und wenn du das Video geliked hast, klick auf Abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du als erster Bescheid weißt, wann ein neues Video kommt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.